wieder einmal gemeinsam unterwegs. Mit Philipp und Peter und Josie ist noch dabei eine Bergfreundin. In einer der wildesten Gegenden der Dolomiten. Das Val d'Autun trennt die Marmarole-Gruppe vom Antelao. Das Gebiet gehört zu Venetien, ist italienisch geprägt und stellenweise kaum besucht. Der Antelao, der zweithöchste Dolomitengipfel, ist unser Ziel. Die Schlucht der Cascata delle Pile ist als Naturschönheit bekannt, heute menschenleer. Und die Jungen ziehen los, ganz wie früher. Damals haben wir gefilmt, wie wir Väter mit ihnen auf die ersten richtigen Alpintouren gingen. Gerade 13 sind sie geworden, der Philipp und der Peter. Und brauchen schon einen Anreiz, wenn's in die Berge geht. Die ersten Kletterberge, das sind aus Allgäuer Sicht traditionell die Tannheimer. Und jetzt also 12 Jahre später. Mit 25 sind sie längst ausgeflogen. Aber das ist geblieben, die Leidenschaft für die Berge. Ja, ich hab das nicht so gern, dass ich in meinem Auto rumhocke. Jetzt bin ich richtig motiviert, hier hoch zum Laufen, weil jetzt so, sich den ganzen Tag nicht bewegen, das ist eher nicht so mein Ding. Und ja, ist einfach mega, jetzt mal ein bisschen auf den Berg zu gehen, sich zu bewegen. Ein großer Dolomitengipfel und dann noch Klettern ist der Plan. Der Weg führt uns zunächst zur Galassi-Hütte, dem Stützpunkt in dieser Wildnis. Naja, in Erinnerung geblieben sind natürlich die alten Geschichten, so, wo ich mit Philipp, wir waren ja auch schon zusammen hier und haben die Berge für uns entdeckt und waren an den Cinque Torri, wo wir jetzt auch wieder zurückkehren werden, haben wir ja auch schon eine Tour gemacht. Also es sind auf jeden Fall viele positive Erinnerungen, die Vorfreude auf jeden Fall auch ausmachen, die jetzt da ist. Und ja, es geht eigentlich gut los hier. Die Stimmung ist sehr bisschen mystisch mit dem Nebel, der durch die Nadelbäume zieht. Die Ruhe ist auf jeden Fall ein großes Thema und da dieser größere Anspruch, den es auch gibt, dass nicht alles vorgegeben ist, weil ich denke, gerade im Alltag oder wenn man unten seine Dinge macht, da ist so viel einfach so vorgegeben. Das musst du so machen, das musst du so machen, zu viele Regeln. Und ich finde so in der Wildnis oder bei Dingen, die jetzt nicht so erschlossen sind, die man für sich selber vielleicht auch erschließt, da muss man erstmal seinen eigenen Weg finden und man weiß nicht, was kommt jetzt, was kommt genau auf einen zu. Vom ständigen Nieseln durch Nest erreichen wir den gut 100 Jahre alten Steinbau, der früher eine Kaserne war und jetzt von der italienischen Alpenvereinssektion aus Mestre bei Venedig bewirtschaftet wird. Das haben wir schon mal erreicht. Die Hütte. Und Stimmung? Ja, total spektakulär. Also es hat jetzt die ganze Zeit immer mal wieder so ein bisschen genieselt, aber im Gegenzug war es irre, also ganz hohe Luftfeuchtigkeit, sehr dampfig und der Rauch steigt wirklich so zwischen den Türmchen und den Schluchten empor. Regentage auf der Hütte. Sie haben ihren besonderen Wert beim Unterwegssein, so wie die Pausen in einem Musikstück. Aber wenigstens ist es nicht mehr so neblig wie gestern. Ja, warte es ab, bis wir in den Nessel, wenn ihr schaut, dass ihr noch da. Und ausgeschlafen habt ihr, oder? Ja. Naja, es geht. Gestern konnte ich erst mal nicht einschlafen. Wirklich so? Also du hast geschnarcht und noch einer von unten hat geschnarcht. Was machen wir denn jetzt? Weiß abwarten. Nicht. Abwarten und Tee trinken. Nee, wenn es aufhört zu regnen, dann können wir ja mal gucken. Dann können wir ja vielleicht noch bis auf die Flüge gehen oder so. Und wenn wir zurückkommen, scheint die Sonne, dann machen wir einen Westgrad. Schau, das ist ein Barometer sogar. Und die Aussichten heute? Und ist ein bisschen gesprungen. Schaut gut aus. Super. Also es war heute echt beeindruckend, weil man eben nur so teilweise die Felsen gesehen hat. Und das macht das Ganze eigentlich viel interessanter. Ich freue mich jetzt einfach auf was Gutes zum Essen irgendwie. Drin gibt es eine Bar, da kann man gut was trinken. Und ja, Kaffee morgen und Italien ist einfach top.
In der ehrenamtlich bewirtschafteten Hütte sind wir heute tatsächlich die einzigen Gäste. Und die Jungen planen ihre Tour. Denn der eine Vater steckt in der Arbeit und ich selbst habe mir das Knie verletzt und werde auf der Hütte bleiben. Das ist auch der Höhenpunkt markiert. Also die Scharte hat man heute eh ganz gut gesehen. Das war da wohl so grasig war, der Weg hinten. Wo wir dann morgen gehen werden, nach der Scharte ins Kar rein, das ist hier so gepunktet. Ich denke, das heißt, dass das Gelände halt so ein bisschen blockiger, blockschuttmäßig wird und dann geht's da raus, oben auf den Grat oder auf die Fläche. So. Also da kann man sich schon so ein bisschen schon mal drauf einstellen, was auf einen zukommt. Tizian, der berühmteste der venezianischen Maler, wurde am Fuß dieses Berges geboren. Hier hat er wohl seine Farbpalette gefunden, als einer der ersten Naturimpressionisten in der Malerei. Der Wolkenvorhang über der Bühne der Berge ist aufgezogen. Gerade jetzt, wie die Sonne aufgeht. Man hat jetzt auch alles so im Tal lassen, oder? Man ist jetzt wirklich am Berg und ist schon schön. Vorhin hat man sich vorne hingestellt, hat auch gesehen, wie die Sonne aufgeht und man hört so das Rauschen vom Bach unten. Und ich freue mich jetzt einfach auf den Tag. Das war schon mal ein super Einstieg so in den Tag und ja, mal sehen, was kommt. Ja, mir tut es echt leid, dass ich nicht mitgehen kann, gell? Aber es wird sicher schön. Passt auf euch auf. Viel Glück. Danke. Danke. Bis später. Macht ihr auch einen schönen Tag. Bin gespannt auf eure Erzählungen. Ja. Wir schicken dir oben ein Bild. Also, perfekt. Auf geht's. Ciao. Und so werde ich zum ersten Mal eine gemeinsame Tour erst in den Bildern sehen. Es schmerzt. Und es ist schön, zugleich die Jungen ziehen zu lassen. 3260 Meter hoch steht er über der Hütte, der Dolomitenkönig, wie der Antelao auch genannt wird. Die Berge sind also vielseitig. Man kann es genießen, man kann hier die Sonne genießen, aber man kann sie also gut fordern. Man kann auch sagen, jetzt geht man auf eine Tour, die einen richtig fordert, wo man dann am Abend heimkommt und richtig platt ist, vielleicht noch was trinkt, was ins Bett fällt und sagt, hey, das war ein wahnsinniges Erlebnis. Und das sind einfach Sachen, die echt einem irgendwie bleiben, wo man sagt, hey, das werde ich in 20 Jahren immer nur so im Kopf haben als tolle Situationen. Wie ein steinernes Statement steht der Pelmo da, der andere große Bergklotz hier in den südöstlichen Dolomiten. Höhenmeter sind es jetzt noch auf den Antelao-Gipfel. Schon früh ging es uns darum, die beiden selber machen zu lassen und Verantwortung zu lernen. Schon im Alter von 5 Jahren sind Peter und Philipp gekraxelt. Ein Stück Fels oder wenigstens große Brocken auf einer Wiese mussten bei einem Ausflug in die Berge immer dabei sein. Denn Klettern haben Kinder im Blut und nichts ist für sie langweiliger als stundenlang einfach nur zu hatschen. Und jetzt sind sie fast schon große Kletterer geworden. Sie können in einer eigenen Seilschaft gehen. Natürlich unter unserer Aufsicht, aber in eigener Regie. Und jetzt also machen sie es selbst. Mit einem Gespür dafür, die Landschaft für sich zu entdecken. Das ist vom Gefühl her einfach was ganz anderes, als wenn man so auf den vorgefertigten Pfad geschickt wird und dann am Ende ist man da, wo man hin will, so, und das war's dann. Und hier ist es mehr so, dass auf dem Weg schon viel mehr passiert. Also man bewegt sich ganz anders durch ganz andere Landschaften und muss viel aufmerksamer auch sein, was dann für mich auch irgendwie mehr mit einer Wertschätzung auch zu tun hat. Also wenn man sich einfach aufmerksamer durch eine Landschaft bewegt, dann nimmt man die auch anders wahr und erkennt es vielleicht auch auf eine andere Weise nochmal an, was um einen ist, als wenn man so wie auf der Autobahn irgendwo dann hochgeht. So. Wahnsinnsplatten. Ja, voll.
Schaut aus wie so eine Mondlandschaft irgendwie. Ja, echt faszinierend da. Es sind die berühmten Laste. Gewaltige Felsplatten, die hier rund 35 Grad steil aufgestellt sind. Gerade so, dass man dank der Reibung der Sohlen auf ihnen gehen kann. Eine der Platten ist 2015 bis ins Tal abgestürzt. Es hat Tote und schwere Schäden gegeben. So einen Gipfelanstieg gibt es vermutlich kein zweites Mal, der zugleich packend zurückführt in die Erdgeschichte. Als vor rund 200 Millionen Jahren die Sedimentbänke am Meeresgrund entstanden und dann durch tektonische Verwerfungen grandios aufgestellt worden sind. Zum steinernen Gewand dieses Königs der Dolomiten. Der Punkt liegt bereits hoch über dem Cadore-Tal im Süden. Es riecht echt fein, das Brot. Es war auch schon im Rucksack die ganze Zeit. Hat mal rausgerochen. Boah. Das ist jetzt eher hinten die vergletscherten Berge, als das ist. Hm. Das ist Alpenhauptkamm, muss das sein, oder? Boah, ja, könnte sein. Ich weiß nicht. Vielleicht die Zillertaler? Auch mit den Zillertalern verbindet uns etwas. Wie geht's euch denn eigentlich? Gut. Ha? Jetzt haben wir das langweilige Katscher. Haben wir jetzt? Jetzt wird's interessant. Philipp? Ja, mir geht's auch gut. Was ich freue mich jetzt schon auf den Gletscher. Der Gipfelgrat am Gabler. Die erste große Sommerhochtour. Naja, war ja nicht schwer. Wie geht's dir, Philipp? Ganz gut. Mit ihren gerade einmal 13 Jahren haben die Buben aus eigener Kraft und mit eigenem Können den Gipfel einer richtigen Hochtour erreicht. Super. Höchster Sommergipfel. Schwert. Oh. Wahnsinn, oder? Du, ja, bleib bloß da, du, ich sag's dir. Wenn man auf der Bergtour war, dann war es auch so, dass man sich unten in der Bäckerei, bevor man losgegangen ist, was aussuchen durfte, weil man hat ja heute was gemacht und... Das war auch, ja, so wurde man vielleicht ein bisschen ab und zu bestochen, aber es hat einem auch richtig Spaß gemacht, wenn man in den Bergen unterwegs war. Und dieses Abenteuererleben war immer der gemeinsame Nenner, auch wenn es natürlich auch Durchhänger gab. Ähnlich war es bei Josie, die auch schon als Kind mit den Eltern unterwegs war. In typisch alpinem Felsgelände geht es weiter. Mit leichten Kletterstellen im zweiten Grad. Typisches Bergsteigergelände, das dauernde Konzentration verlangt. Bis zum mit 3.264 Metern zweithöchsten Gipfel der Dolomiten. Hey, da sind wir schon. Super. Haben wir es geschafft. Perfetto. Jack, Philipp. Top. Gut war's. Super. Gut. Gute Tour. Gut. Selbst der Pelmo schaut von hier deutlich kleiner aus. Rund 100 Kilometer im Süden unter der Wolkendecke liegt Venedig. Ich bin jetzt ein bisschen ausgelastet, so. War vielseitig, war gut, dass da jetzt noch ein bisschen mehr dabei war, als nur zu laufen. So. Also dass man auch immer mal wieder so ein bisschen den Weg suchen musste. Also war auch schon alpinistisch jetzt ein bisschen anspruchsvoll. Am Ende immer mal wieder weglos. So. Also hat es auch, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit einen ziemlichen Bergsturz gegeben hier, der einiges mitgenommen hat. Also es gab schon dann Markierungen, aber ja, muss man schon auch aufpassen und konzentriert bei der Sache sein. So gucken, wo man hingeht. Ja. Wo ich hier im Gipfel hock, habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, was wir jetzt eigentlich die letzten zwei Tage alles erlebt haben. Und
Das ist auch, wenn ich immer in den Bergen unterwegs ist und so viel erlebt, dass die Zeit kommt einem eigentlich irgendwie einerseits zu lang vor, andererseits zu kurz. Und das ist, also wenn wir gestern da los sind und dann mit diesem blauen Bach irgendwie und das Wetter, wie das sich verändert hat jetzt über die Zeit. Abstieg in dem heiklen Gelände verlangt noch einmal ein paar Stunden Konzentration und die Laste ein sicheres Reibungsgehen. Es gibt Kraft, darauf vertrauen zu können, dass sie es drauf haben und wissen, wie sie sich sicher fortbewegen im wilden Gelände. Was nehmt ihr jetzt mit von solchen Tagen? Ja, ich denke auf jeden Fall mal viele schöne Erinnerungen so von der Natur her, was man da alles erlebt hat. Also ganz, ganz viele verschiedene Eindrücke einfach. Aber ich glaube, man nimmt auch einfach so das Gemeinschaftliche. Wir waren jetzt zusammen unterwegs, man redet viel miteinander auf solchen Touren. Und in den Bergen kommt man ja nochmal ganz anders zusammen, oder? Ja, auf jeden Fall. Am Anfang von der Tour ist es oft nur so ein bisschen steifer, dann redet man noch gar nicht so viel und geht erst mal los. Und dann, gerade wenn man zusammen jetzt auf der Hütte ist und oben unterwegs ist, dann, ja, man kommt einfach ins Gespräch und das ist schon noch was Schönes. Und das hat auch in den unruhigen Phasen der Pubertät funktioniert. Die Berge sind immer ein gemeinsamer Erlebnisraum geblieben. Die Naturbeobachtungen wie der Adler haben uns geerdet und Gedanken frei werden lassen. Mit den Bildern bleibt das lebendig. Der Antelao bekommt nun einen besonderen Platz. Wir sind ein Stück weit nordwestlich, immer noch in Sichtweite des Dolomitenkönigs. Was alle drei am meisten antreibt, ist das Klettern. Das ist auch eine krasse Südwand, oder? Ja, brutal, hey. Da gibt's lange Sachen durch. Aber nicht die Südwandklassiker der Tofana sind heute unser Ziel, sondern die nicht nur von der Erosion, sondern auch den Bombardements des Ersten Weltkriegs bizarr zugerichtete Felsenruine der Cinque Torri. Es ist angerichtet. Die Kante da sieht eigentlich geil aus, oder? So von der Linienführung her. Ja. Das ja. Ist ja im Dach noch ein Haken. Im Dach und der weiße Griff, ich glaube, der ist ganz gut. Da denke ich, dass vielleicht ein Henkel drin sein könnte. Ja. Vielleicht kann man vielleicht an die Schlinge über dem Dach, oder? Also ja, die würde halt verlängert da einklippen und dann rechts von der Schlinge, finde ich, schaut es aus, als wäre da eigentlich ein ganz guter Griff so drin. Ja. Den Fels lesen und dann volle Ungeduld ausprobieren. So war es damals auch in den Tannheimern. Auf geht's. Aufi. Aufi mit Schnaufi. Ich glaube, was mich jetzt da mit meinem Vater unterscheidet, ist oft mein Vater, der sagt halt, hey, ich habe heute 4 Gipfel gemacht und das war cool. Und mir geht's nicht unbedingt um den Gipfel. Weder jetzt beim Skitouren gehen oder beim Klettern eigentlich auch nicht unbedingt, dass ich durch eine ganze Wand gehe, sondern ich finde es halt cool, wenn ich eine schöne Linie finde irgendwie. Und das ist das, was mich eigentlich fasziniert. Auch. Sauber. In ihrem Schwierigkeitsbereich heben wir Alten überhaupt nicht mehr ab und sind es auch nie. Philipp ist mit seiner ruhigen Herangehensweise inzwischen im 9. Grad angekommen.
Natürlich steckt da auch viel Training dahinter. Ich finde es einfach cool, wenn man das dann ausprobiert und dann funktioniert es. Und das ist einfach schöne Bewegungen, macht Spaß, gibt einen guten Fingerstrom und top. Ja. Mein Ziel jetzt, was ich habe, ist zum Beispiel, da will ich Kletterkurse anbieten nächstes Jahr. Da mache ich gerade beim Bergführerverband in Vorarlberg so eine Ausbildung zum Kletterlehrer. Und mir macht es halt immer total viel Spaß, anderen Leuten irgendwie sowas weiterzugeben. Naja, meine Arbeit als Baumkletterer habe ich unter anderem meine Leidenschaft fürs Klettern zu verdanken. Also so gesehen habe ich auf jeden Fall auch einen Teil von meinem Hobby zu Beruf gemacht. Ja. Auf geht's! Auf geht's, komm! Mega! Peter als Baumkletterer, Philipp in der Erlebnis- und Alpinpädagogik. Beide leben jetzt auch vom Klettern und pushen sich wie früher. Natürlich gibt es so Momente, wo man dann irgendwie recht weit über dem Haken steht und dann unsicher wird oder man ist irgendwie schon so ein bisschen gepumpt und man merkt, okay, die Hand greift nicht mehr so, wie sie eigentlich greifen sollte. Aber dann muss man halt versuchen, sich zu beruhigen und irgendwie auf seine Atmung zu achten. Und die Strategien, die man da im Bergsport entwickelt, kann man schon auch mitnehmen in den Alltag. Die Berge sind Begleiter und ja, stumme Lehrmeister fürs Leben geworden. Mit ihrem Relief setzen sie Herausforderungen. Mit ihrer auch heute noch unerschöpflichen Weite und Größe eröffnen sie unbegrenzte Möglichkeiten. Ich glaube, früher hat man auch schon einfach so die Herausforderungen gesucht, das Kind ein bisschen. Vielleicht war es ein bisschen verspielter alles. Und man war natürlich mit seinem Vater unterwegs oder mit der Mutter unterwegs. Aber was halt schon geblieben ist, ist, glaube ich, aber das Abenteuer, neue Dinge zu entdecken. Ich fand das früher auch schon mal super, dass man unterwegs ist irgendwo, wenn man in die Dolomiten gefahren ist, mal was ganz anderes gesehen hat oder und da dann unterwegs. Aber auch zu Hause, wenn man einfach was Neues entdeckt, und das habe ich früher schon super gefunden. Eine Sternstunde war die Kristallsuche im Zillertal. Schaut mal da sieht man schon ganz gut, da ist so ein Auslaugungsgestein da herunten. Die Hofer-Brüder hatten es perfekt vorbereitet. Das war nur so ein Stück, oder? Achso, das ist das mit dem Kristallei. Ja. Ja. Das fand ich eigentlich ähnlich wie Pilze suchen. Da hat man irgendwie einen Stein, hat man einen Kristall gefunden und dann wollten wir weitergraben und weitergraben. Und das war schon so eine Erfahrung. Schade, dass uns danach dann gesagt wurde, dass sie vergraben waren, aber letztendlich war das schon eine coole Sache für uns, glaube ich. Der Dreck macht nichts aus. Nee. Achso, da habt ihr schon eine Fabrik raus. Ja, so ein bisschen. Das wow. Das, ein bisschen ja, das schaut sich gut. Aber hallo. Nicht schlecht. Ja. Ganz unter uns, ein bisschen nachgeholfen haben die beiden Hofer-Brüder schon beim Finderglück. Also die Enttäuschung danach war sehr groß. Das ist mir inzwischen fast noch mehr im Gedächtnis als das Erlebnis an sich. Das war so ein bisschen wie wenn man dem als Kind erzählt bekommt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt oder so. Weil in dem Moment war es natürlich der Wahnsinn. Da sind wir als Stöpsel sind wir da total aufgegangen und konnten unser Glück nicht fassen. Und dann im Nachhinein, wenn ich mich recht entsinne, war es glaube ich sogar im Film. Ich habe es glaube ich durch den Film dann erst erfahren, dass wir da nach Strich und Faden verarscht worden sind. Also ja, mittlerweile, dadurch zeichnet sich, glaube ich, die Reife aus, die wir erlangt haben. Also sowas passiert mir auf jeden Fall nicht nochmal.
Anders als wir Alten sind sie mit dem Sportklettern groß geworden und damit mit dieser spielerischen Variante die eigenen Grenzen zu suchen und auszuloten. Ohne Sturzängste und dabei verantwortungsvoll für sich und die anderen. Es ist ihre liebste Spielart bei dieser Lebensform, zu der das Bergsteigen werden kann. Was bleibt, ist auf jeden Fall so das Gefühl und halt so eine Prägung. Also die bleibt dann wahrscheinlich auch das Leben lang, wenn man als Kind schon viel damit sich auseinandersetzt und irgendwie damit zu tun hat und rausgeht in die Natur und irgendwie auch in Berglandschaften und so in der Wildnis, in den Bergen unterwegs ist. Das ist einfach, also das ist ein Gefühl, was bleibt. Und gerade jetzt hier an den Cinque Torri haben wir drüber geredet. So, man erinnert sich jetzt vielleicht nicht mehr an jede Tour, die wir irgendwie damals gemacht haben mit 12 oder was, aber trotzdem so das Gefühl, in dieser Landschaft zu sein und sich da zu bewegen, das bleibt.